So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, also wirklich, ich bin richtig überrascht, wie gut das letzte Video ankam. Wirklich, danke dafür. Ich bin wirklich, ja, also ich bin sprachlos. Das freut mich auf jeden Fall. Gibt mir wieder die Motivation weiterzumachen. Und wie gesagt, im letzten Video, heute geht es darum, wir versuchen heute einfach mal, ob sie läuft. Wenn sie nicht läuft, dann suchen wir den Grund, warum sie nicht läuft. Normal läuft sie schon an, aber ich hatte jetzt öfters mal das Problem, dass sie halt nicht anlief. Und ich glaube, das ist für euch auch interessant, wenn so ein Bike länger steht, worauf man da achten muss. Ich habe heute leider keine Kamerafrau, deswegen muss ich das so machen. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. Ich finde es doch tatsächlich mit Kameramann und Frau schon besser, weil so ist es einfach mehr Arbeit und irgendwie fühlt es sich auch komisch an. Egal. Heute werden wir fahren, wenn sie läuft, werden wir fahren und dann gibt es mal wieder ein bisschen Motovlog. Also jetzt nicht allzu lang. Versuche auch lauter zu reden, dass man mich besser versteht. So, hier habe ich den Schlüssel. Ich werde jetzt einfach aus der Hand filmen und ab und zu mein Objektiv, mein Stativ hinlegen. Ah, ich bin richtig raus, sorry. Ja, worauf muss man denn achten, wenn so ein Bike länger stand? Also das Hauptproblem bei zwei Taktern ist sowieso, wegen dem Öl fängt der Vergaser an zu... Ja, das Öl ist ja so, ja, ist ölig, ist klar, aber das verschleimt einfach den Vergaser und altes Benzin wird auch so richtig, ja, so richtig schleimig. Und da gehen einfach die Düsen, werden verstopft und Schwimmerkammer, alles mögliche wird da halt einfach verdreckt. Ah, wenn ich jetzt hier schon wieder dastehe, denke ich mir schon wieder, Junge, wie sieht denn das Ding aus? Vor allem, was ich früher alles zusammengepusht habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich zeige es jetzt einfach, der Wiederaufbau, der wird, glaube ich, echt, naja, der wird eine Weile lang gehen. Ich habe hier den Kettenschutz, das Ritzelschutz, habe ich ja abgeschnitten, weil ich hier mal was gekauft habe. Das hat aber nicht gepasst. Das war, glaube ich, von einem anderen Modell. Habe ich den abgeschnitten und habe den dann hier hingemacht. Keine Ahnung warum, vielleicht weil er blau war oder ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Egal. Ja, was man eigentlich als erstes prüft, wenn sie nicht läuft, ist, ja, kommt überhaupt Sprit. Das geht eigentlich am einfachsten, hier den Zulauf vom Vergaser einfach mal abziehen und den Benzinhahn aufmachen. Wenn dann Sprit kommt, dann passt das schon mal. Zündfunke, ist klar, Zündkerze rausdrehen oder eine andere reinstecken, kurz ankicken und dann gucken, ob ein Zündfunke geht. Wenn das schon mal geht, dann habt ihr schon mal gute Chancen. Wir werden es jetzt einfach mal machen, wir machen sie an. Ich weiß es nur nicht, wie ich das filmen soll. Scheiße, ich will nicht so lange labern, sondern ein bisschen fahren. Habt ihr meinen neuen Helm schon gesehen? Ja, der sieht schon geil aus. So, ich hoffe, das passt. Bin mal gespannt. Geschmiert wird jetzt da nichts, das ist zwar auch nicht gut, aber ich weiß auf jeden Fall, da sitzt schon mal nichts fest. So, Benzin haben wir auf Reserve, weil das ist schon ziemlich leer. Das ist echt krass. Also das Gefühl ist wirklich krass. Okay, geht schon mal nix. Machen wir den Joke an. Also einfach immer wieder krass, wie das Ding anläuft. Es läuft immer an. Ich hatte noch nie ein Problem. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Problem. Und das ist einfach, ich finde es unglaublich. Ja, sie läuft auf jeden Fall. Ich vertraue ihr auch. Das heißt, wir werden einfach, ich ziehe mich um. Ich check kurz alles durch. Bremsen, Bremsdruck. Vorne habe ich schon geguckt. Der passt. So, Leute, da steht sie. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe einfach noch in Erinnerung, wie sie damals aussah und es war einfach so geil mit 17 da mit so einem Ding. Das war wirklich einfach so nice. Ich habe jetzt Luft gemacht, Bremsen passt alles. Ich habe hier meine 360 Grad Kamera, die bin ich gerade noch am Testen und so.
Ja, Sprit, der wird jetzt auch reichen. Und dann würde ich sagen, wir fahren mal eine Runde. Kennzeichen mache ich gleich noch dran, dass da auch alles passt. Ihr wisst Bescheid. Ich bin schon ein bisschen hyped, aber ich hoffe, wir bleiben nicht stehen, weil es kann gut sein. Ich bin hier jetzt einmal hoch, einmal runter und das war's. Also keine Ahnung. Das sehen wir dann. Sowas lasse ich immer drauf ankommen. Auch damals die Videos hier. Ich blende euch mal ein paar Sachen ein oder Bilder. Wie lang das her ist, unglaublich. Ich kann es gar nicht begreifen. Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert. Betriebsstunden. So, endlich wieder auf dem Bike. Ich bin jetzt nur eine kleine Runde gefahren. Kurze Übersetzung ist einfach immer geil. Egal mit was, ob mit Auto oder Motorrad, es ist einfach geil. Das ist einfach unschlagbar. Unschlagbar. Alter, wie viele Stunden der Kolben schon drauf hat und was für Stunden. Ich habe zwar immer darauf geachtet, dass ich viel Lastwechsel fahre, aber der lebt noch. Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Also wirklich nicht. Es kann immer noch sein, dass ich stehen bleibe. Egal, Sprit ist nicht mehr so viel drin. Hauptsache, ich fahre jetzt mal wieder und kann labern. Alter, habe ich das vermisst. Ich bin zwar immer noch einfach der Supermotor-Typ. Ich lieb's auf der Straße mit der XC. Das ist sowas Geiles. Das kann man sich einfach. Das Gefühl, das ist unglaublich, weil das Ding so leicht ist und einfach so anzieht. Also. Jetzt ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Mais. Ich fahre ungern irgendwie Nähe vom Mais, weil da was weiß ich für Viecher drin sind. Aber einen kleinen Tunnelporn können wir machen. Sie läuft einfach. Ich bin einfach nur hyped. Ich habe so Bock, mit dem Ding auf der Straße zu fahren. Das wird zwar ein ewig langer Akt, bis es wieder passiert. Dafür gibt es Videos. Ja, ich will wieder Supermotor fahren. Ihr wollt auch Supermotor sehen, das weiß ich. Das war damals mein Ding. Ich konnte zwar beides, ich habe zwei Radsätze, aber trotzdem, ich sehe es ja in den Kommentaren, dass ihr das sehen wollt. Und ich finde es immer noch krass, das Video hat einfach schon 10.000 Aufrufe und 1.000 Likes nach einer Woche. Nicht mal eine Woche. Und das finde ich unglaublich, wirklich. Danke dafür, das freut mich so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr noch so aktiv seid und dass so viele von euch noch interessiert an mich sind, an meine Videos. Und ja, wirklich danke für alles. XC kleppert vor sich her, aber das ist scheißegal. Die braucht Liebe. Ich glaube, ich baue einfach mal auf Supermoto um. Aus Spaß, einfach fürs Feeling. Da werde ich zwar nicht groß fahren, aber einfach fürs Feeling, weil ich Bock drauf habe. Und dann eventuell schon ein paar Sachen umbauen für den TÜV. Das wird auch noch witzig. Könnt ihr noch... Hey, das würde mich jetzt interessieren. Ob sich irgendjemand von euch an das Video erinnern kann. Ich habe es zwar gelöscht, aber das war einer meiner ersten Videos. Da bin ich, also ich habe ja angefangen ursprünglich, hatte die XC und ja, hatte eine GoPro, keine Ahnung wieso, so eine Qmax, so eine ganz günstige. Und da dachte ich mir, alle, übel des Todes Hochwasser. 2016 war das, übel das kranke Hochwasser bei uns und hier war wirklich alles, das kann man sich nicht vorstellen. Hier war sowieso alles voll mit Wasser. Der ganze Wald drin hat es weggespült und hier waren riesige Krater und ich dachte einfach, ey, ich nehme meine Kamera,
schließe da das Mikrofon, also von Handy-Kopfhörern an, synchronisiere das dann, also ich habe es im Handy aufgenommen und dann fahre ich einfach rum und laber mal. Und da war es krass, ich glaube so ein paar Wochen, ja so 40 Aufrufe, ich habe einfach gesehen, die Leute gucken das irgendwie an. Und dann ging es immer weiter, dann kam Lactowhites und dann ging es einfach bergauf. Das war so ein geiles Gefühl und toll. Ja, wäre schön, wenn das jetzt wieder so wäre. Es gibt mir echt richtige Flashbacks, mega krass. Ihr habt ja schon geschrieben mit meinem M3, wollt ihr mal ein Video, so wie kann man sich das leisten und ja, was alles verbaut ist und US-Reimport, bla bla bla. Werde ich auch machen, aber ja, muss jetzt mal schauen. Die Karre muss jetzt erstmal, die muss komplett aufbereitet werden. Die sieht aus, ich kann sie so eigentlich gar nicht zeigen. Eigentlich ist mir egal, aber trotzdem. Ja, alleine fahren ist halt immer so ein Ding. Irgendwie macht es halt keinen Spaß. Aber. Das werden wir auf jeden Fall ändern. Lactowhites, sage ich schon. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob das so eine gute Idee war. Nee, das war es auf keinen Fall. Ja, moin, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich merke auf jeden Fall, ich muss was trinken und mir geht die Kraft aus. Das war halt schon wieder so dumm. Es hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Über die scheiß Baumstämme da drüber. Und ja, Baumstämme, kleine Äste, aber trotzdem. Ja, dachte, da unten kommt ein Weg. Normal kommt da auch einer, aber irgendwie hat es den verschoben. Also ich habe auf jeden Fall vor, eine Videoreihe zu machen, wo ich einfach nur da sitze und über das Polizeithema rede, über das Verfahren. Da sitzt dann meine Freundin da und fragt mich irgendwas. Ja, und da werde ich mich auch dann richtig drauf vorbereiten mit den ganzen Dokumente und so. Und dann reden wir da mal richtig drüber. Also es fängt dann von 1 wieder an. Ich habe schon mal drüber geredet, aber das finde ich nicht so gut. Und dann reden wir mal so richtig drüber und ja, werden wir dann sehen. Ich suche jetzt mal kurz einen Spot. Da hier ist, glaube ich, schon gesät. Wo ich ein paar Wheelies machen könnte. Allein fahren macht echt keinen Spaß. Also irgendwie erfüllt es mich jetzt nicht gerade. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, das Video wird irgendwie anschaulich. Und ich merke auch, irgendwie habe ich Bock drauf, vor der Kamera zu stehen. Ich habe zwar dann in dem Moment keinen Bock drauf, aber ich habe Bock drauf, keine Ahnung, über irgendwas zu reden oder an der XC zu schrauben. Ja, sowas. Muss man mal schauen. So, hier ist doch gar nicht schlecht. Hier ist auch nicht gesät oder so, also alles cool. Ah ja. Ich sehe es ein. Ich kann es gerade nicht. Ich kann es nicht mehr. Ich konnte es noch nie richtig. Egal. Bei mir muss immer alles, der Boden muss halt perfekt sein, sonst funktioniert es bei mir nicht. Ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dem Video.
Ich hoffe, ihr hattet irgendwie irgendwo Spaß an dem Video, mich mal wieder labern zu hören. Einfach happy auf dem Bike, obwohl es gerade für mich jetzt nicht so erfüllend war, aber trotzdem, ich hoffe einfach, in Zukunft wird es einfach geil. Ja, nee, ich habe gerade keine Eier dazu. Gut, also ich würde sagen, das Video war wahrscheinlich ellenlang, aber egal. Ich habe gerade einfach nicht so Lust, hier im Wald oder so rumzufahren. Deswegen seht ihr von mir jetzt gerade keine Action. Das ja. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich hoffe einfach, ihr bleibt aktiv auf meinem Kanal. Ich versuche auf Insta ein bisschen mehr Bilder zu posten, aber ich habe einfach gerade nichts. Bleibt dann trotzdem aktiv, könnte sich lohnen. Und jo, in dem Fall, haut rein, bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare. Ich liebe es einfach, das zu lesen. Und haut rein, peace. Into this house we're born. Into this world we're born.